Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Skyrim. Ja, die weiten Himmelsrand erwarten uns. Wir sind ja gerade wieder raus aus dem Rattenweg und hatten uns ja dafür entschlossen, letztes Mal so, ja Mensch, wir werden jetzt dann doch erstmal die Quest fertig machen für die Gefährten. Soll ich die mal kurz raussuchen? Wo ist er? Ah, hier, genau. Ermordet den Anführer der Silbernen Hand. Den wollen wir jetzt erledigen, damit wir da endlich mal fertig sind. Ich gucke nur mal kurz, wie wir beladen sind. Doch, wir haben recht viel Platz. Also 200 Kilo können wir so mit uns rumschleppen. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Da habe ich genug Platz und Möglichkeiten. Und es ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Ich hatte überlegt, so Mensch, ja, wir haben ja gar kein Pferd, dann müssen wir jetzt so hin. Aber ich glaube, das sollte doch passen vom Weg her und von der Zeit. Das sollte jetzt nicht so lange dauern. Ach, schön, so ein bisschen Entspannung hier. Ja, mal gucken. Eigentlich sind wir dann ja auch in der Nähe von der Dämmerwacht. Ja, ich weiß nicht, ob wir damit schon anfangen sollten. Das ist eigentlich noch zu früh, viel zu früh. Wenn, dann möchte ich auch vorher gerne unsere magischen Fähigkeiten ein bisschen aufwerten, dass ich sage, okay, wir werden vorher noch nach Winterfeste gehen und dort halt, oder Windhelm auch, und uns dort ein bisschen halt verdienen als Abenteurer. Und dann können wir uns, glaube ich, mal so ranstürzen an das Ganze. Ah, ich nehme diese Kutsche. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Echt? Die Legenden sind. Ich höre einen Drachen gerade. Ich habe doch gerade einen Drachen gehört. Ja, da ist er. Oh! Verdammte Axt. Oh, wie geil, wie es hier hallt, so durch die ganzen, durch das ganze Tal. Aber er hat uns, glaube ich, noch nicht gewittert. Weil irgendwie unser Drachenblut scheint uns ja irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen. Oh, ich glaube aber jetzt. Ja, da hat man eben die Vibrationen von seinen Schwingen vom Luftstoß gemerkt. Ist hier irgendwas noch? Nee. Ja, die machen sich schon bereit, die Wachen. Der kreist hier die ganze Zeit. Verschwinde, Drache. Ja, genau, da hinten in die Richtung. Das ist doch gut. Genau. Oh, das hätte jetzt noch gefehlt. So ein Drache, der hier uns irgendwie das Leben zur Hölle macht. Das muss nicht sein. Da ist irgendeine Höhle. Hm, uninteressant im Moment. Wir haben ja ein Ziel, wo wir da auf los wollen. Da ist noch wieder irgendein Häuschen. Und irgendeine Mine. Ah, ich glaube, das ist das eine, wo wir... Ah, das können wir auch kombinieren. Dann fällt mir gerade ein. Ja, 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 das geht. Ist hier nicht irgendwo ein Weg mal oder sowas? Anscheinend nicht. Weil ich glaube, das ist das Haus von den Schwarzdorns. Muss irgendwie da oben, glaube ich, sein, auf dem Hügel. Wo wir das eine Pferd besorgen sollen. Oh, was ist denn das hier? Das ist ja gar nicht auf der Karte drauf, hier dieser Turm. Hm. Sehr seltsam. Ist hier irgendwas? Hallo? Ist hier jemand? Hier ist auch noch eine Mauer. Ich glaube, das gehörte mal irgendwie zur Festung mit dazu. Ach, hier ist auch ein Weg. Okay. Ist irgendwie so ein Überbleibsel von früheren Zeiten. Also die ist, scheint auch wesentlich größer gewesen zu sein mal. Hallo, Bandit. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlassen. Oh, der ist weg. Oh, hier. Oh, guck mal, gar keine Herausforderung bei den Banditen hier in der Ecke. Puh, es ging jetzt... der König. Oh, ein neues Buch. Und was bringt das? Zweihändig verbessert. Ah ja. Jetzt nicht so wild. Ah, Rüstung. Was haben wir denn noch? Irgendwas, was viel wert ist? Oder Helm? Ist auch nicht so. Haben die hier eine Truhe oder sowas? Ja, genau. Weil ich wollte gerade sagen, Banditen haben eigentlich immer Truhen bei sich. Ah, geht das so auf? Ah, nee. Ein Stückchen fehlt. Ah, falsche Richtung. Andere muss dann so. Und jetzt müsste es aufgehen. Yay! Ah, leider die Fertigkeit nicht verbessert. Was haben wir? Gold. Ah, noch ein Barren. Ja, wie gesagt, Schmiedekunst müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Sonst ist hier aber nichts weiter, oder? Ich hüpfe mal hier kurz. War hier? Nee, hier lag jetzt nichts weiter. Ist irgendwie noch ein Kerzenständer, ein früherer, der hier noch übrig geblieben ist. Aber sonst ist hier eigentlich nichts. Wo ist denn der andere? Hier, der hat doch einen Bogen gehabt. Hast du vielleicht irgendwas Schönes dabei? Jagdbogen. Zwergenpfeile. Sonst ist es eigentlich auch eher Eisenpfeile. Nee. Das bringt alles nichts. So, da vorne scheint es dann zu sein. Oh, da ist auch wieder so ein Hügelgrab. Und hier oben drauf ist irgendwie dieses Häuschen. Komme ich dann von hier aus hoch? Ich glaube, von hier aus kommt man da hoch.
Weil da sollen wir ja ein Pferd stibitzen. Im Pferdestehlen sind wir ja ganz gut, also wir sind ein meisterlicher Pferdedieb. Ich renne mal hier diesen... wir kommen los, hier, rauf auf den Berg, hier. Boah, das ist anstrengend hier mit dieser ganzen schweren Rüstung. Eieieiei, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht doch eher so ein Leinengewand getragen oder sowas. Ah, da ist es, okay, ich habe es mir jetzt schwieriger gemacht, als es eigentlich ist. Dafür doch einen Weg hin. Naja, es ist hier so heimelig rangeschlichen. Sieht ja schön aus. Also das ist zum Beispiel auch so ein Stil, den könnte man vielleicht so ungefähr für Minecraft übernehmen vom Haus, ne? Das kann man so fast nachbauen. Haus Schwarzdorn entdeckt. Ah ja, okay. Oh, wer bist du denn? Hallo. Ist das aber eine Schwarzdorn-Söldner. Was macht ihr denn? Ich habe noch gar nichts gemacht. Warum greifen die mich einfach an? Ey, das geht ja mal gar nicht. Schlüssel zum Haus Schwarzdorn. Stahlplatten. Stahlplattenrüstung. Das ist die, die wir aktuell auch tragen. Sehr schön. Der hängt hier mit Pfeil und Bogen. Hier, komm her. Und hier, immer feste drauf. Dover Söldner. Das macht man nicht. Ich glaube, es waren noch Orks, ne? So, Fackeln. Warum nehmen wir Fackeln dabei? Ja, auch noch einen Schlüssel. Nehmen wir auch mit. Und die Rüstung auf jeden Fall. Ja, die bringt so viel. Naja, sonst aber eher weniger. Und wir sollen hier ja irgendwas, eins von diesen Pferden. Ich sehe bloß keins. Naja, auf jeden Fall, wir haben es erstmal entdeckt. Ich guck mal kurz bei der Quest. Welche waren das? Ach ja, da müssen wir ja erst ins Gefängnis rein, genau. Aber zumindest müssen wir dann, glaube ich, hier hin und dann letztendlich das Pferd stehlen. Gut, unser Schrei hat sich wieder reaktiviert. Oder regeneriert, kann man eher sagen. Oh, schön, mit dem Wasserfall. Da oben drauf ist auch irgendwie noch ein Turm oder sowas. Ich glaube, das ist dieses Hügelgrab. Oh, sieht ja klasse aus, ne? Da will ich eigentlich mal gucken gehen. Das ist auch eine Brücke, da muss ja ein Fluss sein durch den Wasserfall, ist ja klar. Irgendwo muss das Wasser ja hin. Ich könnte mir eigentlich stundenlang hier die Landschaft angucken. Ich finde es ja auch... Ich höre Nirnwurz. Irgendwo hier ist Nirnwurz. Da ist Nirnwurz. Sehr schön. Also sowieso, wenn man überlegt, dass das alles von irgendwelchen Grafikdesignern und so, oder ja, Grafikern entworfen wurde, die ganze Welt. Also wie man auf die Idee kommt, das so zu gestalten, dass das dann so toll aussieht und alles... faszinierend. Also ich bin da immer wieder baff, weil ich mir dann denke, Mensch, also aus dem Nichts dann irgendwas zu erschaffen, Wahnsinn. Ich hänge jetzt eigentlich nur sabbernd davor die ganze Zeit und denke mir so, ja, okay. Aber wenn man dann mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dass das wirklich sich Leute einfach so überlegt haben, die haben dann so grob Skizzen gemacht. Das finde ich ja sowieso mal toll, ja, wenn man dann diese ganzen Artworks sieht zu irgendwelchen... Muss ich da in die Höhle rein? Ich guck mal schnell. Nee, das ist doch, das ist die Höhle. Da muss ich wohl rein. Ich glaube, die ist direkt hier unten, ne? In dem Wasserfall drin, ne? Also, diese Artworks zumindest, das wollte ich ja gerade sagen, finde ich immer total genial. Ich gucke mir das sehr, sehr gerne an. Das sieht immer so hübsch aus. Ist das hier bei dem Wasserfall dann direkt der Höhleneingang? Da liegt zumindest irgendwas. Wer liegt denn da? Ein Khajiit? Okay. Ah, zumindest Gold hat er dabei gehabt. Sonst anscheinend nichts. Warum liegt hier ein Khajiit? Also das ist das, was ich meine. Ne? Man muss so überall mal gucken. Ich glaube, der wird dann hier runtergestürzt sein, hier oben. Wahrscheinlich. Und hat sich dann die Knochen gebrochen. Ist bloß ein Wunder, dass er halt nicht weggespült wurde, ne? Also normalerweise wäre ich jetzt von ausgegangen, dass er irgendwie weggespült wird. Aber na gut. Anscheinend hat er sich noch festgeklammert oder hängt er irgendwie fest. Kann ja auch sein. Ja. Es gibt ja auch teilweise mittlerweile kann man ja auch diese Artworks kaufen, so diese Artbooks zu den Spielen, so bei diesen ganzen, ich sag mal, Collector Editions und sowas, die es mittlerweile alles gibt, da sind ja dann oftmals Artworks dabei, so kleine Bücher, wo man sich das dann anschauen kann. Ach, ist immer toll, was die für Ideen haben und wie das dann halt auch dem endgültigen Spiel auch ähnelt. Hat sich da hinten was bewegt? Ja, das sind Spinnen, ne? Ja, das sind Spinnen gewesen. Ja, mal gut, dass wir hier rechts abbiegen müssen. Weil hier geht auch der Trampelpfad lang, wir sehen's. Da kommt wer. Hier, nimm das. Feueratem. Schön hat das gewirkt. So, hat's einmal Rabatz gemacht. Da ist noch einer, glaube ich. Irgendwas hat gerade auf mich geschossen. Und ich habe das leise Gefühl, ich nehme schon wieder viel zu viel Sachen mit. Naja, egal. Verstecken uns mal so ein bisschen, während der mit Pfeilen auf uns schießt. Da haben wir es auch entdeckt. Bruchhelmtal, aha. Zu warten, vielleicht kommt er gleich an. Wir locken ihn mal zu uns. Wir sind ja jetzt eher auf Nahkampf gerade. Ich könnte auch mal hier... Genau, nehmen wir mal Flammenzauber in beide Hände. Hier, brenne! Silberhand, ich schmelz dich ein. Aha, das geht aber schnell hier, ne?
Das sieht geil aus, wenn er so beide Hände nach vorne so leicht versetzt. Schöne Sache. Ist bloß das Problem, ist halt noch so der Anfangsfeuerzauber, von daher ist er halt noch nicht so mächtig. Jagdbogen. Ich nehme die Jagdbögen mal alle mit, weil die wiegen nicht viel und bringen relativ viel Knete. Krankheitsheilung, naja gut, kann man halt nur verkaufen. Brauchen tun wir es ja eh nicht mehr als Werwolf, weshalb wir so geächtet sind von denen. Ja, und wir haben auch zu wenig Magiker, als dass wir nur damit rumlaufen könnten, glaube ich. So, schleichen ein und auf geht's. Bruchhelmtal heißt uns willkommen. Yay! So eine kleine Willkommensparty oder sowas für uns schmeißen, so ein bisschen schon mit Met bereitstehen und so hier diesen Tröten so, und halt irgendwie so kleine Partyhütchen auf oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch eher nicht. Ich denke mal, hier werden Fallen und alles sein. Also allzu groß kann die Höhle nicht sein, denn da vorne wird da schon angezeigt, der Anführer. Ich schleiche mal so ein bisschen vorsichtig durch die Gegend. Ganz, ganz vorsichtig. Hauptsache, hier ist keine Falle oder sowas, die wir auslösen. Oder wir werden frühzeitig entdeckt. Es könnte natürlich auch sein, dass jetzt hier ganz, ganz viele von denen drin rumlungern. Das wäre so ein Problem. Ah, das ist leer. Ah, hab ich das... Da ist gerade das Licht angegangen. Hatte einer eine Fackel in der Hand, oder... Das ist jetzt so die Sache, ne? Was war das? Oder ist es einfach nur so... Ich glaube, das war nur so jetzt gerade. Oh, langsam. Da ist eine Falle. Also wenn wir da durchgehen, da sind halt so Knochen, die dran gebunden sind, dann klappert das so. Dann weiß man sofort, wo wir sind. Ich glaube, ich brauche doch eher den Bogen. Oh, sieht schön aus hier. Also auch wenn es bedrohlich ist und so ein bisschen unheimlich, aber es sieht toll aus. Da vorne sind, glaube ich, welche. Die schlafen, glaube ich, auch gerade. Wir werden uns versuchen, ganz langsam anzuschleichen und ich glaube, ich nehme dann doch den Bogen dafür. Mal kurz auf den Bogen wechseln. Ich guck mal kurz. Mit dem Zoom können wir... Ja, da liegt jemand. Ich glaube, da liegen zwei, ne? Ja, es sieht so aus, als ob da zwei liegen. Schnappen wir uns, glaube ich, mal den vorderen. Den da. Und den da hinten. Wenn ich ihn dann... Oh, nee, der ist noch nicht... Doch, den hat er erwischt. Ah, der ist auch platt. Ja, sehr schön. Oh, ich hatte eben so überlegt. So, Mensch, grübel, grübel. Schießt du drauf oder versteckst du dich eher noch? Da oben steht er schon. Oder schläft er da? Wenn er da schläft, wäre natürlich super toll. Wir müssen jetzt ein bisschen leise sein. Wir dürfen nicht so laut. Deshalb schleiche ich gerade ganz langsam durch die Gegend. Denn der Anführer ist ja meist so ein bisschen stärker als der Rest. Und das wäre so ganz, ganz klein unvorteilhaft für uns. Weil wir sind ja noch nicht so mega gut. Obwohl ich hätte jetzt eigentlich eher eine bessere Höhle erwartet. Wenn hier der Anführer ist... Dafür sieht das ein bisschen popelig aus, ne? Scheint nicht so der mega super tolle Anführer zu sein. Besonders wirkungsvoll gegen Untote. Ach ja, das sind diese Silberschwerter. So, langsam ist nicht durchs Feuer treten, sonst verbrennen wir uns da. Das muss nicht sein. Was ist hier oben drauf? Gusseiserner Topf. Nee, das brauche ich nicht. Wein auch nicht. Ich habe jetzt nicht vor, mich zu betrinken. Das muss nicht sein. Falkenfedern. Ja, das gefällt mir. Können wir wieder ein bisschen Alchemie machen. Irgendwie sowas, Silberschwert, genau, komm, ist auch meins. Ah, ich habe wieder so viel Sachen dabei. Der ein oder andere wird sich wieder denken, so, ja, der nimmt wieder alles mit hier. Ja, es muss sein, ich muss stinkereich werden. Definitiv, ganz, ganz stinkereich, denn ich will hier ganz viele Güter kaufen und irgendwelche Grundstücke. Jetzt langsam, aber vorsichtig ran, pirschen ans Ziel, ja. So wie eine Raubkatze, so langsam, behutsam, immer kontrolliert ran schleichen und dann im richtigen Moment zuschlagen. Natürlich immer mit dem kleinen, verspielten Aspekt. Und da sehen wir es, da liegt er dann auch schon. Oh, oh, da dreht es sich um. Oh, oh, der hat eine... Hat er eine Ebenerzrüstung? Boah, ist der stark. Der nimmt ja kaum Schaden. Ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Die Pfeile kommen einfach aus dem Nichts. Das war alles? Wirklich? Boah, lass mich doch in Ruhe. Ah, da ging ins Leere, der Schlag. Aber hier, mein Pfeil trifft dich. Und da geht er zu Boden. Oh Gott sei Dank. Also es hat geklappt. Da ist eine Kette. Ah, da ist eine Kette. Da ist eine Kette. Wofür ist die Kette? Ich glaube hier. Das sieht aus nach wie nach einer Tür. Sieht das aus? Werden wir gleich mal schauen. Ich mache erstmal Licht an und... nee, das ist nicht Licht. Ja klar, damit können wir es auch hell machen, aber es bringt nicht so viel. So, kurz Licht an. Heilen. Das war die Wiederherstellung wieder verbessern. Muss man immer drauf achten. Und hat er eine Ebenerzrüstung oder... Nee, er hat auch Stahlplatten gehabt, so wie wir. Aber eine volle Montur. Na, können wir vielleicht, mal gucken. Können wir entweder verkaufen oder wir behalten es. Ah, ich mag diese Rüstung. Die gefallen mir echt.
Stahlplatten hat erstmal. Was ist zumindest besser? Und wir sind überladen. Orkischer Zweihänder des Schwundes. Ich habe zu viele Sachen dabei. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Habe ich irgendwas Schreckliches? Diebesgilde habe ich ein paar Sachen. War nicht irgendwas mit mehr Tragen? Tragfähigkeit erhöht. 365 können wir jetzt. Okay. Ja komm, hier den Helm legen wir mal weg. Die Eisenrüstung wiegt auch zu viel. Dann passt es auf jeden Fall. Und dann kann ich auch wieder meine Rüstung nehmen. Genau, die hier. Dann haben wir noch genug Platz. Und ich bin jetzt nicht zu wenig gepanzert, weil diese, ich sag mal, Diebesgildenrüstung, die bringt ja jetzt auch nicht so viel. Was hat er denn hier? Oh, das ist ein Büchlein. Die dunkelste Dunkelheit. Das hört sich schon nach einem guten, Abendlektüre an. Wie fängt denn das an? In Morrowind beschwören sowohl normale Gläubige als auch Hexenmeister niedere Dedra und gebundene Dedra als Diener und Werkzeuge. Das ist eine gute Nachtlektüre. Die nehme ich mit. Das können wir irgendwann abends reinziehen. Was haben wir hier? Ein Lehrbuch. Die Schlacht von St. Kretor. Haben wir auch schon mal gelesen. Aber bringt ja Knete. Also nehmen wir es auch. Was ist das? Essenz des Schlossknackens. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe schon gesehen, hier ist eine Falle dran. Eben gerade nämlich so. Da, das nehme ich hier. Komm, hier. Novize. Geht das so? Oh Gott sei Dank, Falle wird nicht ausgelöst. Wir sehen, auch wenn wir einen Fehlversuch haben, zählt das trotzdem als Versuch und wertet trotzdem die Fähigkeiten auf. Schlossknacken verbessert auf 37. Das ist auch schon nicht schlecht. Und jetzt komme ich wieder in die Misere. Ich muss wahrscheinlich wieder Magierlicht. Das kennen wir doch schon, ne? Ach nee, kannten wir noch nicht. Sehr schön. Schlossknacken um so und so viel Prozent erhöhen. Oh. Jagdbogen der Verminderung. Stab der Zombies. Was ist denn das? Belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden. Das ist natürlich auch gerne ein Stab, der von vornherein einem da hilft. Und jetzt werde ich dann doch die Diebesgildenrüstung nehmen müssen, damit ich jetzt nicht in die Problematik komme, dass ich zu wenig mitführen kann. Na, 10 Kilo können wir noch mitnehmen. Sehr schön, sehr schön. 10 Kilo ist eine ganze Menge. Was der alles noch mitnehmen kann. Ja, ich weiß. Aber es macht so viel Spaß, alles mitzunehmen. Und ich wette, hier geht's auf. Sieht schon danach aus ungefähr. Ja, sehr gut geraten. Hauptsache, da sind jetzt nicht noch mehr Gegner. Mal kurz hier Licht nochmal neu setzen, weil es müsste, glaube ich, gleich vorbei sein. Wir schleichen indes immer noch so ein bisschen durch die Gegend. Hier hat man wieder finstere Experimente gemacht. Was ist das? Schwaches Gift und ein Zauberbuch. Zauberbuch Flammen. Aber das ist doch, glaube ich, das muss das sein, was wir schon haben. Oder ist das ein besseres? Wir schauen mal schnell. Zauberbücher sind immer ganz unten, ist ja alphabetisch sortiert, deshalb Zauberbuchflammen. Ja, das ist das, was wir aktuell benutzen. Schade, ich hatte gehofft, das ist vielleicht ein besserer. Und wer ist das hier? Ein Nord. Mit Pfeilen haben sie den erledigt. Überbringe Leifnars Familie die Nachricht von dessen Tod. Okay, wer ist ein Leifnar? Wir gucken mal kurz in die Questbeschreibung rein. Das wird so ein Nebenauftrag sein. Hier, da. Und wo ist das? Achso, mal kurz hier aktivieren, genau. Also wenn ich auf Karte anzeigen klicke, wird mir nichts angezeigt. Ist ja ulkig. Ich denke mal, dann werde ich da mal irgendwie nachschauen. Im Internet notfalls. Wo es denn dann ist. Corundum Erzader. Ja, wir können da Sachen mitnehmen. Das heißt, ich klöppe jetzt mal zur Entspannung ein bisschen hier in der Wand rum. So, ne, à la Minecraft. Ein bisschen Erz aus der Wand rausrauben. Sehr schön. Corundum Erz. Vielleicht noch irgendwelche anderen tollen Sachen außer dem Erz. Irgendein Amethyst oder irgendwie sowas. Oder ein Granatstein. Hat man ja auch manchmal dazwischen. Nee, nur Erz. Diese Erzader ist erschöpft. Ja, wäre mir auch wirklich nicht aufgefallen. Also was die hier alles... Jetzt ist schon wieder Duster hier. Da liegt noch irgendein Bogen und ein Schwert. Was ist das? Silberschwert und der Bogen? Nee, einfacher Jagdbogen. Moah, nee. Lass mal Pfeile, auch noch Eisenpfeile. Tja, ist ja krass. Haben die hier wirklich dann irgendwelche Menschen gefoltert? Also die silberne Hand, warum? Ich bin noch geduckt. Ja, ist manchmal so ein Bug, wenn man irgendwas gemacht hat. Auf jeden Fall haben die wohl anscheinend wirklich Menschen gequält hier. Scheinen ja nicht so die guten Leute. Und hier ist noch eine Ader, ne? Koronamerz. Oh, nehmen wir auch noch mit. Komm. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das auch gleich mitnehmen. Wir wollen ja sowieso die Schmiedefertigkeiten verbessern. Dann muss ich auch ein bisschen irgendwo raushauen, ne? Man muss sich das ja verdienen. Wir können nicht einfach nur das ganze Geld wieder ausgeben, indem wir uns das dann einfach kaufen und darauf hoffen, dass andere Leute in den Minen arbeiten. Also ich bin eher dafür, wir legen auch mal selber Hand an und, gucken mal, ist hier noch irgendwas? Ne, irgendwie nicht. Ah, hier so ein Schimmerpilz ist das, ne? So, genau. Da oben kann man nicht hin zumindest.
Zumindest nicht ohne weiteres, oder vielleicht doch? Ich will hier eigentlich drauf, komm. Genau, so. Ah, manchmal ist es so ein bisschen tricky. Muss man auch gucken. Ist manchmal, also meistens oder in manchen Situationen auch von den Entwicklern gewollt, dass man da irgendwie dann hochgeht, weil dann irgendwelche Sachen da liegen. Vielleicht so ein bisschen Anlehnung an Oblivion, wo man das auch recht oft hatte, wenn man irgendwo hochgeklettert ist, auf einmal hat man da was gefunden. Aber hier scheint das nicht der Fall zu sein. Ich sehe zumindest nichts. Ist eigentlich schade, nur ein paar Pilze. Ja, komm, nehmen wir wenigstens das mit, dass es sich wenigstens gelohnt hat. Das war ja nicht ganz umsonst hier raufgehüpft sind. So, und dann mal wieder raus hier und dann können wir eigentlich, ich würde sagen, wir benutzen dann die Kutsche. Haben wir das schon mal gemacht, die Kutsche benutzt? Nee, ich glaube nicht, ne? Ja, dann nehmen wir einfach mal die Kutsche und lassen uns dann gemütlich wieder zurückführen oder fahren, kann man ja schon fast sagen, nach Weißlauf, um dort dann alles abzugeben. Während es denn hier stockduterste Nacht ist. Auch schön, wer weiß. Boah, ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile so echt Muffe, weil die Vampire immer aggressiver werden und immer häufiger auftauchen, dass wir denn auch hier irgendwo in freier Wildbahn irgendwann mit denen konfrontiert werden. Weil so in der Stadt, sage ich mal, da haben wir jetzt noch gute Karten gehabt. Da ja dann die Wachen uns und die restlichen Bewohner uns immer zur Hilfe geeilt sind. Aber hier jetzt so in freier Wildbahn, ich glaube, da habe ich jetzt nicht so die guten Karten. Weil die sind doch schon echt stark. Und vor allen Dingen, sonst war es immer nur ein Vampirmeister. Oh, ich dachte gerade schon, aber es ist eigentlich nur so ein Elch. Oder was auch immer. Sonst, wie gesagt, sonst war es ja immer nur so ein Vampirmeister. Aber jetzt letztes Mal hier in Riften, da war das ja auch nicht nur ein Vampirmeister, sondern auch irgendwie einer seiner Lehrlinge. Also von daher, das werden anscheinend immer mehr. Und die werden immer aggressiver. Also irgendwie sind wir dann wohl doch eine mächtige Bedrohung für die. Weil die greifen auch immer uns an. Dabei haben wir noch gar nichts gemacht, also noch nicht. Also wir waren bisher immer ganz friedlich gewesen. Aber irgendwas muss sie wohl verärgert haben. So, jetzt muss ich irgendwo rechts weg gleich. Ja, genau, hier ist die Stadtmauer, da muss ich hier rum, weil wir können ja nicht durch das andere Tor gehen, weil ist ja zu, ne? Und wir konnten ja leider nicht richtig argumentieren. Und Glühwürmchen. Oh, ich will ein Glühwürmchen fangen. Komm her. Nee, das ist kein Glühwürmchen. Hier sind Glühwürmchen. Ja, genau. Glühwürmchen. Juhu! Findet man immer so selten. Also, ja, was heißt selten? Wir sind selten nachts unterwegs draußen, ne? Es ist so wie bei Minecraft, da trauen wir uns auch selten nachts raus, weil erstens, man sieht nicht viel, zweitens ist es spooky und drittens haben Orks Angst im Dunkeln. Liegt eigentlich nur daran, dass wir so ein bisschen nachtblind sind und können halt nachts nicht so gut sehen. Deshalb haben wir da so ein bisschen Muffe und denken uns dann so, ach, nee, wir lassen lieber das Spiel ruckeln kurz. Nein, natürlich nicht. So, hallo, du sitzt auch hier immer drauf, ne? Egal, bei Wind und Wetter, der sitzt immer da auf seinem Stuhl. Du musst doch schon sowas von Hämorrhoiden haben, hier bei dem Wind da draußen zu sitzen. Also ich weiß ja nicht. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ja, ich habe da auch sogar ein Ziel. Und zwar möchte ich gerne nach Weißlauf. 20 Goldstücke. Bin ich ja schon fast zu geizig für, ne? Will ich schon fast laufen. Na ja, komm, wir setzen uns mal rein. Oh, ich halte das Mädchen. So, jetzt sitzen wir da hinten drauf. Das erinnert so ein bisschen an den Anfang, ja. Wir sitzen wieder hinten in der Kutsche, werden wieder irgendwo hingefahren. Gott sei Dank diesmal nicht auf irgendeinen Holzklotz drauf zugefahren, wo man denn uns gleich so einen Kopf kürzer machen möchte. Das zum Glück nicht. Ah, dieser Werwolf. Ja. Es sieht schon nicht schlecht aus, ne? Die Form haben wir auch schon eine Weile nicht mehr benutzt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht mal in irgendeiner Situation wieder, wenn es denn brenzlig wird, können wir den da benutzen. Wir haben ja gemerkt, wir sind damit deutlich stärker und halten auch mehr aus. Ah, schön. Und es ist auch wieder Tag. Wie spät ist es denn? Ah, kurz nach 9. Das heißt, alle Geschäfte haben wieder offen. Was ist denn hier los? Hallo? Wie kann ich euch helfen? Du sprichst ein bisschen komisch. Und du hier? Könnt ihr mich schleichen unterrichten? Juhu! Ah, ich kann nicht mehr trainieren. Was ist denn hier los? Ist eine Karawane? Wer bist du denn? Die Straße ermüdet diesen Kajit. Ja, okay, du sprichst in der dritten Person von dir. Willkommen. Ach, das sind die, die hier sonst auch sind, aber die haben ihre Zelte noch nicht aufgeschlagen. Hallo, ja. Ich möchte gern handeln. Werft einen Blick darauf. Ja. Ich will eigentlich nur Sachen verkaufen. Es sei denn, du hast Seelensteine. Die könnte ich auch gebrauchen. Dietriche habe ich genug, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Gewöhnlicher Sehen ist leer. Ach, hier, genau. Oh, aber ich muss wieder ein bisschen Sachen verzaubern. Mit großer Seele. Aber der kostet zu viel. Nee, das lassen wir mal lieber. So, Jagdbogen. Genau, können wir alles jetzt loswerden. Natürlich die Sachen, die wir eventuell entzaubern können, behalte ich noch. Aber alles andere kann das mal haben.
Hier zum Beispiel Silberschwert und so. Das ganze Gedöns, das kann erstmal weg. Stab der Zombies. Nach benutzen wir eh nicht diese Stäbe. Ich weiß auch nicht, ob man sich damit wirklich verteidigen kann. Also, wenn ich dann nur Zombies beschwöre, die total schwach sind und nach einer kurzer Zeit wieder irgendwie hinüber sind, das bringt einem ja auch nichts. Ja, ist jetzt die Sache, verkaufe ich die Stahlplattenrüstung? Könnte ich eigentlich machen. Ich habe 3 Stück davon. Jetzt habe ich die, glaube ich, verkauft, die ich verbessert habe. Oh, oh. Wo ist... Die muss hier unten sein, ne? Stahlplattenrüstung, genau die. Ah, verdammt, jetzt habe ich meine Verzauberte verkauft. Ach, naja, egal. So gut war die Verzauberung nun auch nicht. Vielleicht können wir jetzt eine bessere anbringen. Hm. Egal, komm. Hier, die Stiefel können auch noch weg. Ach, ich habe noch Zwergenstiefel. Ach, siehste. Steigert die Ausdauer um 9. Die könnte ich vielleicht verkaufen, dass ich auch letztendlich das mal benutze. Ich habe jetzt alles andere auch Stahlplatte. Es gibt glaube ich, noch keinen Bonus, aber später auf jeden Fall. Außerdem sind die mehr wert und wiegen auch mehr. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, ne? Also, sehr schön. Gut, gucken, Zaubertränke vielleicht noch irgendwie was. Hier, Essenz der Gesundheit. Schlossknacken kann weg, Gift kann weg. Ach, so viel Knete hat er mehr. Oh, wir haben ihn komplett genau auf 0 ausgenutzt, ja. Er hat jetzt keine Knete mehr. Sein Handel erliegt jetzt komplett. Kann halt nicht mehr handeln, ne? Wenn man kein Geld mehr hat, geht das ja schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt hier dauert, bis die wieder neues Geld bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwann bekommen sie auf jeden Fall wieder neues Geld, wo auch immer sie das dann her haben. Aber wie lange das jetzt dauert, kann ich sagen. Außerdem bei diesen Kajit ist sowieso die Sache, die reisen ja immer umher. Die sind immer ein paar Tage dann hier an dieser Stadt und dann reisen sie zur nächsten Stadt und treiben dort dann Handel. Also die trifft man auch unterwegs wirklich dann, diese kleinere Gruppe. Teilweise, wenn man irgendwo hinläuft und man, weiß nicht, irgendeine Stadt zuläuft und die haben halt auch gerade das Elbeziel, dann trifft man sich dann unterwegs. Ich glaube, unterwegs konnte man mit denen nicht handeln, oder? Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Naja, wir gucken mal. Erstmal hier schauen, dass wir das alles schnell entzaubern und wir können ja die Quest abgeben. Das sollte man vielleicht vorher machen. Die Quest bei dem... Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ist das so? Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Kennen wir uns? Es liegt Frost in der Luft. Frost. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Ach, das ist der eine Bauer, dem wir kurz mal geholfen haben, wo wir das Feld mehr oder weniger abgeerntet haben. Und du bist... Ach, du bist der Schmied. Kann ich mit dir jetzt schon handeln? Ihr braucht etwas. Ach nee. Ja, die machen jetzt gerade alle die Geschäfte auf. Sind so ein bisschen... Ich glaube, die haben mächtig lange gefeiert letzte Nacht. Wer weiß, was auch immer. Naja, egal. Komm, erstmal hier rauf. Schnell weiterrennen. Juhu! Attacke! Und dann endlich die Quest abgeben. Dann haben wir das ja auch soweit geschafft. Ich denke mal, also eigentlich ist jetzt die Bedrohung vorbei für die Gefährten, ne? Also die silberne Hand, da haben wir den Anführer erledigt. Obwohl, wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch. Also, das war sonst eine riesige Horde und jetzt waren hier nur 2, sagen wir mal, Bodyguards da drinne und irgendwie dieser Typ und alles total ärmlich, kärglich gemacht. Also, passt irgendwie nicht so rein für so eine richtige Bedrohung. So, hallo! Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Hab ich. Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ja, aber ich habe mich um die Gruppe gekümmert. Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Echt? Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Naja, aber die Sache ist ja, wir haben ja eigentlich alles geschafft. Also ich suche nach Arbeit immer noch. Und es gibt auch noch viel zu tun. Ah, okay. Aber leider hat Kotlak von unserem Treiben Wind bekommen. Er möchte euch Kotlak. Sehen. Ich gebe euch einen Rat. Seid immer ehrlich zum Alten. Aha. Aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Okay. Ihr vertraut euch noch nicht mal gegenseitig, ne? Sehr seltsame Gruppierung nach wie vor. Ich fand die Original-Kriegergilde irgendwie besser. Die waren da irgendwie anders, so viel mehr mit Ehre und wahr. Irgendwie viel wahr vor allen Dingen. Das zählt immer, ja. Wenn man so mit dem 2 Händen in der Hand irgendwo losstratzt auf irgendwen zu und dann mal so wahr. Das ist schon mal die halbe Miete. Die meisten sind dann schon mal mega gut eingeschüchtert. Dann werden wir noch mal kurz Kotlak besuchen. Kotlak hört sich auch so komisch an, ne? So seltsamer Name auf jeden Fall. Aber die Nord haben ja sowieso alle nur so ganz komische Namen. Ich weiß auch nicht, was die so haben. So, Kotlak. Nee, ich habe keine Fragen. Ich will auch nicht zu dir, ich will zu Kotlak. Zum Ältesten der Alten, zum Oberalten. Hallo, Kotlak. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, kein Ding. Ich wurde ja sanft gebeten. Ja, Jüngling. Setzt euch. Ja, gerne. Danke, danke. Setze ich mich mal hier hin, ja? Hier ist in Ordnung. So, ehrlich, mal ein bisschen sitzen hier, ein Poppes ausruhen. Ich höre, oh, das Kuchen. In letzter Zeit sehr beschäftigt. Du hast Kuchen. Ich will Kuchen. Gib mir was von deinem Kuchen.
Ich habe Hunger, ich habe vor Äonen das letzte Mal gegessen, muss mich Ewigkeiten in irgendwelchen Grotten rumtreiben wegen euch, irgendwelche Leute ermeucheln, ja, und jetzt stellst du mir so einen saftigen, leckeren, frisch gebackenen, noch dampfenden, leicht warmen Kuchen vor die Nase. Das, ich hab hier totgerecht und so. Komm, ich krieg sowieso nichts mehr, ich seh schon. Und auch mein eigenes beweint Skjors Verlust. Okay. Doch sein Tod wurde vor langer Zeit gerecht. Vor langer Zeit? Ihr habt mehr Leben genommen, als es die Ehre verlangte. Echt? Der Kreislauf der Vergeltung mag noch eine Weile in Bewegung bleiben. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe. Kuchen essen? Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Nee, bisher noch nicht. Ihr habt euch da so ein bisschen ausgeschwiegen. Aber Skjör meint, das hat was mit Hirsine zu tun gehabt. Ja, das klingt wie etwas, das er gesagt hätte. Ja. Wie in allen Glaubensfragen ist die Wirklichkeit jedoch komplizierter, als ein Gläubiger sie euch beschreiben würde. Ja, das denke ich auch. Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren. Das ist aber noch nicht so lange. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Mhm. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Ui. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hesina auf die Jagd gehen würden, ja, dann würden wir große Macht erhalten. Und dann kam das mit den Werwölfen, ja? Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Mhm. Aber wir wurden betrogen. Und, naja, ihr seid zwar mächtiger, ja, was haben wir hier noch? Man sollte die Hexen zur Strecke bringen, um ihre, was, Gaunereien ein für alle Mal zu ein Ende zu setzen. Das ist doch gut. Dazu kommen wir noch. Okay, ja. Es reicht leider nicht aus, sie einfach nur zu töten. Ich denke mal, das ist schon nicht schlecht. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Wie in den Geist? Nach dem Tod beansprucht Hirsine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Ui. Für manche ist das das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Ja, es, und das ist so tolles. Ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Na, ich stelle mir das auch schöner vor. Und es gibt's da eine Heilung oder so? Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und was hast du herausgefunden? Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Das hört sich gut an. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Aha. Nur sie kann uns wieder freigeben. Ist ja interessant. Sie werden uns nicht freiwillig helfen, aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ja, natürlich, Gewalt ist immer eine Lösung, ne? Dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Welt. Boah, schon wieder Hexen, die sind so böse. Streckt sie nieder. Wie es ein wahrer Krieger der Wildnis. Darf ich mir irgendwie mitnehmen, so Forkas oder so? Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Okay. Diesmal habt ihr keinen Schild. Warum nicht? Doch Iskramors Geist wird euch begleiten. Um die Ehre seines Vermächtnisses. Es ist mir egal, ob mich irgendwie der Iskramor im Geiste mit begleitet. Also, ich will eigentlich in, zur Not heuer ich ihn an. Ich könnte meinen Huskarl mitnehmen. Das könnte ich auch machen, vorsichtshalber. Ah, super. Schon wieder so eine tolle Aufgabe. So, ja, mal rausgehen. Was soll's? Naja. Schön, ne? Da kriegt man wieder so tolle Sachen hier an den Kopf geknallt. Wegen so, ja, du musst jetzt hier das machen. Aber nein, du musst alleine machen. Wir sind zwar eine riesige Gilde, die ganze Zeit hier nur rumlungern in unserer Gildenhalle und Met saufen. Aber nee, Elfen kommen dir gerade nicht. Ist gerade eine neue Lieferung Met reingekommen. Das muss erstmal verköstigt werden. Nachher ist das ganze Zeug schlecht und das muss wieder zurückgegeben werden. Nee. Also von daher, mach du mal, Neuling. Du kannst es schon mal machen. Muss ich sowieso hier noch beweisen. Also kommt mir das zumindest vor, ja. Also wir werden immer vorgeschickt von wegen so, ja, du bist halt der Neue und, ne, jetzt mach mal hier. Tu irgendwas für uns. Also man könnte uns mit ein bisschen mehr Respekt, ne, so entgegenkommen, so ein klein wenig. Immerhin haben wir doch schon was geschafft und immerhin, wir haben Helgen überlebt. Das ist ja auch schon mal eine Kunst, viele andere nicht. Wir erinnern uns, der eine Waldelf ist da tot vom Baum gefallen, ne? Ja, so, ich denke, das Bild ist ganz schön. Ich habe mal gerade nämlich so auf die Aufnahmezeit geschielt und ich glaube, das reicht dann auch für heute. So, und ich würde mal gucken, obwohl wir gucken nochmal ganz schnell, wo denn das ist mit diesem...
Hexending. Wo zeigt er denn? Kurz gucken. Das ist die Quest. Ach, da ist irgendwas mit optional. Was steht da optional? Vernichte die Schluchtweiherhexen. Beschaffe dir den Kopf einer Schluchtweiherhexe. Ach so, es ist optional, dass wir alle töten. Also es reicht auch, wenn wir eine irgendwie so weglocken, die dann kurz meucheln, den Kopf uns krallen und damit dann schnell lauthals schreien durch die Gegend rennen, während wir ihn dann so über unserem Kopf durch die Gegend wirbeln lassen, so und dann so Iki Iki Badeng schreien, ja. Ich weiß was nicht, ob das so gut ankommt bei allen anderen Bewohnern hier. Es wird vielleicht ein klein wenig verstörend, gerade wenn wir das als Ork machen. Ja, nee, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Nee, also ich guck mal, wie wir das machen. Auf jeden Fall ist es hier, also wirklich... Boah, es ist ja richtig weit weg. So weit waren wir eigentlich noch nie weg. Also zumindest nicht in dieser Richtung. In der anderen Richtung zwar schon, wenn wir da gucken, oh, haben wir schon relativ viel entdeckt. Aber hier unten, das ist ja schon bei Riften in der Nähe. Also nicht Riften, hier Falkenring. Ja, hier waren wir schon, Kiefernwacht, genau. Helgen, Kiefernwacht, also wir waren gar nicht so weit weg davon eigentlich. Und hier waren wir auch schon mal, Fürstenstein, Dickbrauchgrotte. Ja, das ist die Sache, wir können natürlich hier die Straße dann lang gehen. Und dann wieder hier drauf zu. Es ist Ewigkeiten, vor allem hier hinten schon Markart. Ist auch nicht so weit weg. Das ist, glaube ich, Drachen... Was ist das hier? Rorikstadt, genau. Puh, muss ich gucken, ob ich die Reise auf mich nehme oder ob ich nicht vielleicht doch wieder ein Pferd klaue dafür. Ich überlege mir das nochmal. Wenn nicht... Ja gut, obwohl so eine kleine Wandertour hätte auch mal wieder was. Naja, wir überlegen uns das noch. Ich würde mal sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne dann, bis dahin, euer Mr. Zogger.